Oh, hallo. Schönen guten Morgen. Ich würde euch gerne was zeigen, aber erstmal gibt's Frühstück. Oh, and you come with me, of course. Guckt euch den mal an, wie der gewachsen ist. Wie groß der einfach schon ist. Ein kleiner Riese. Ich würde sagen, bevor ich euch jetzt zeige, was ich euch zeigen will, machen wir nochmal eine ganz, ganz schnelle Roomtour, weil in unserer Wohnung hat sich einiges verändert und das würde ich euch auch gerne zeigen. Fangen wir mit der Küche an. Das ist so unsere kleine Chaos-Ecke. Da steht so alles, was sonst keinen Platz hat, vor allen Dingen meine Proteine, weil ich jetzt wieder trainieren gehe. Ansonsten Babykram, Mikrowelle, Gewürzregal. Ja, hier noch so ein paar Andenken, Souvenirs, die wir irgendwann mal auf den Malediven und in Ägypten gekauft haben. Da ist jetzt Bennets Ecke. Und hier, oh Leute, da bin ich stolz drauf. Das Ding, ne, dieses Tipi-Teil, das kostet normal, keine Ahnung, 15 Millionen Euro. Und das habe ich aber mit meinen eigenen Händen gebaut. Guckt euch das mal an, was für eine geile Verbindung das hier hat. Ja, das habe ich so halb da so reingesägt und dann war einfach mega gut. Bin ich voll stolz drauf, dass ich das so hingekriegt habe. Ja, und da liegt jetzt der kleine Bennett und wird beäugelt vom Ananaskissen. Ja, dann hat er noch einen Hasi und dann hinten noch die Tippi-Regale. Die habe ich auch selber gebaut. Voll geil. Und da steht jetzt ein kleiner VW-Bus drin. Das ist meiner. Da darf auch keiner mitspielen. Du nicht und du auch nicht. Das ist Papas Bus. Ja, wie ihr seht, unsere alte riesige Mega-Couch ist rausgeflogen. Für die war einfach kein Platz mehr da. Dafür haben wir jetzt eine neue, etwas kleinere Couch. Die kann man dann auch so umklappen zum drauf schlafen. Dann hier unsere geile Womp-G-Federwiege. Das Ding, das ist ja, muss ich sagen, ne, das ist echt genial, das Teil. Das kommt bei uns täglich mindestens dreimal zum Einsatz. Ja, schon drei oder viermal sogar, ne? Dreimal, ja. Und ja, ey, das ist so genial, du kannst ihn dann so reinlegen und machst ein bisschen so und dann zack, 5 Minuten, dann ist der weg. Und dann schläft er da friedlich drin, voll gut. Und später kannst du die halt noch so umbauen, dass das Rückenteil ist dann so gerade und das vordere Teil, das ist dann so ein Sitz. Und dann hast du quasi wie so einen Hängesessel statt Federwiege. Voll gut. Ja, da ist immer noch unsere mega 2 Meter mal 1,50 Meter Weltkarte. Da ist jetzt ein bisschen freier Platz, da müssen wir mal gucken, was wir da noch so machen. Dann geht es in den Flur mit dem wohl coolsten Bild eines Babys, das es überhaupt gibt. Das war der falsche Lichtschalter. Tada! Guckt euch mal dieses geniale Bild an. Süß. Ja, ein bisschen Kram und so. Und da sind schon die ersten Materialien für das, was ich euch heute zeigen möchte. Denn dieses Bett hinter mir gefällt uns absolut nicht mehr. Es passt einfach alles nicht mehr. Erstmal, wir haben für Bennett nur ein Beistellbett und da wächst er langsam raus. Also das ist, wird zu klein, der passt da vorne und hinten nicht mehr rein. Der stützt schon fast mit dem Kopf oben an das Kopfende und mit den Füßen an das Fußende. Deswegen muss das eh weg und dann brauchen wir eine andere Lösung. So, dann haben wir da jede Menge vergeudeten Platz, den wir gar nicht benutzen. Mit so einem hässlichen IKEA-Tisch, den wir auch nicht mehr schön finden. Und hier auf der Seite haben wir noch das alte Sideboard. Ups. Da, das da, was vorher im Wohnzimmer stand. Aber im Wohnzimmer ist dafür auch kein Platz, weil da jetzt Bennets schöne Spielecke ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, bauen wir uns ein Familienbett. Ja, guckt euch mal an, was ich hier so gezaubert habe. Das ist hier so ein Programm, Sketch heißt das. Und da kann man ja, sich Sachen mit sketchen, in 3D quasi. Und jetzt habe ich hier einfach mal eine Matratze. Die ist 90. Upsala. Ich stelle euch mal hier hin. Ich verwackel ja sonst alles noch. Das geht ja nicht. So. Die ist 90 mal 2 Meter. Und davon passen in dieses Familienbett, Rips, drei Stück wunderbar rein. Das Ganze ist halt relativ simpel gehalten. Das heißt, ich habe hier 10 cm mal 10 cm Balken. Und hier unten, die sind 10 cm mal 16 cm. Und das werde ich nachher besorgen mit meinem Vater zusammen. Und dann bauen wir uns ein neues Bett. Und das kommt dann dahin. Und zwar von der Wand bis ungefähr, ich glaube, hier so wird das dann gehen. Und dann können Mama, Papa und Bennett endlich zusammen in meinem Bett schlafen. Ja, da freuen die sich ganz doll drauf.
Ihr müsst nämlich wissen, momentan ist es so, dass ich hier ganz dreist alleine im Schlafzimmer schlafe abends und Annika mit Bennett mit dem kleinen Beistellbettchen immer ins Wohnzimmer geht, weil ich noch bis ja, 10, 11 rum arbeite mal so ein bisschen und die aber schon so gegen 7:30, 8, also Bennett zumindest, ins Bett geht. Annika, die guckt dann auch noch ein bisschen Serien oder so, ne? Ja, spenden bin ich aber auch im Bett. Genau, und Papa ist dann halt noch wach. Und wenn wir dann alle hier schlafen würden, dann wäre das ein bisschen blöd. Plus, ich muss halt schon um 5 Uhr aufstehen, weil ich immer um 5 Uhr aufstehe. Dann fahre ich nach Köln, gehe ich in McFit von 6 bis 7 und dann auf die Arbeit. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt haben wir uns überlegt, mit dem Familienbett ist es halt so, dass wir dann abends nochmal zusammen rübergehen können ins Wohnzimmer. So bis 9 oder 10, je nachdem. Ne? Annika kann ja auch schon um 9 dann ruhig hier rüber gehen und sich auch hinlegen und schlafen. Und ich komme dann so um 10, 11 rum, komme ich dann nach, lege mich auch einfach hin, schlafe direkt und hänge dann nicht noch ewig am PC. Dann haben wir so eine bisschen bessere Trennung zwischen, ne, was ist jetzt hier Arbeit und irgendwas machen. Und Schlafzimmer ist dann halt wirklich nur noch fürs Schlafen da. Finde ich auch nicht schlecht, weil sonst hänge ich immer im Bett und finde da einfach kein Ende. Ne? Ich habe den Laptop auf den Knien. Und programmiere dann manchmal und dann merkst du auch gar nicht, dass es schon irgendwie 11:45 oder so ist. Und so ist das, ich glaube, das wird besser und vor allem gut. Er schläft ja jetzt auch durch, also jetzt genau. Das ist ja auch was anderes. Ja, also genau, Annika muss jetzt nicht mehr nachts immer aufstehen und Fläschchen machen. Und dann ist das alles ein bisschen gechillter und dann können wir auch endlich mal wieder zusammen in einem Bett schlafen. Dann haben wir ein Megabett, 2,70 Meter Breite mal 2 Meter Länge. Und ja, das wird cool. Ich freue mich da drauf. Und jetzt müssen wir gleich nur noch Holz besorgen. Das mache ich da mit meinem Vater. Dann muss ich noch zum Baumarkt mit meinem Vater. Dann muss ich dann die ganzen Schrauben und Verbindungen und Winkel und all so ein Kram besorgen. Und dann, hoffentlich, ist die neue Säge von meinem Vater da, dass wir das Ding dann auch heute direkt, also die Balken zersägen können. Wir holen die nämlich bei uns. Um die Ecke gibt es ein Sägewerk. Und die schneiden die Balken aber nur grob mit der Motorsäge auf Maß. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ja, ich brauche diese und diese und diese Balken und die schneiden mir die dann Millimeter genau. Nee, machen die nicht. Aber mein Vater wollte sich eine Tischkreissäge kaufen. Hat er jetzt auch gemacht. Hat das dann quasi unser Bettvorhaben als Anlass genommen und gesagt, ja, wisst ihr was, ich wollte eine Tischkreissäge haben. Ich habe mir jetzt eine gekauft. Und ja, dann können wir die nutzen und können damit geil unser Bett bauen. Und bis der aber kommt, der kommt um 10 Uhr mich abholen und wir haben jetzt 7:45. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit da und Annika möchte unbedingt ein Pickeldreieck für den kleinen Jungen. Das ist ein Pickler-Dreieck, ja, weil ich sage immer Pickeldreieck, um Annika ein bisschen zu ärgern. Und das werde ich auch noch bauen. Und deswegen habe ich mir ein paar Pickler-Dreiecke, DIY, Do-It-Yourself-Dreiecke angeguckt bei Pinterest. Und jetzt werde ich mal Sketch anwerfen und euch zeigen, wie man so ein Ding relativ einfach selber konstruieren kann. Sich davon dann die Maße nehmen und dann kann man das ja selber bauen. Ne? Spart mal ein bisschen Geld. Ist doch auch cool. Deswegen kommt doch mal mit. Ich zeige euch das mal. Einmal beim Sägewerk. Holz haben wir gerade schon aufgeladen. Jetzt müssen wir das nur noch schnell bezahlen gehen. Und dann können wir anfangen hier zu sägen. Der Holzarbeiter. Ja, mit der Holzarbeiterjacke. Läuft bei uns. Kleiner Notfall. Annika bekommt das Garagentor nicht auf. Da ist der Kinderwagen drin. Deswegen müssen wir jetzt noch mal schnell nach Hause und ihr helfen, das Ding aufzumachen. Oh nein, das arme Kind hat keinen Kinderwagen. Na Mama, das war schwierig, oder? Ja, das finde ich auch. Hi. Ich hab wohl gerade zu. Guck mal, wie der Kleine eingepackt ist hier. Das wäre tiefster Winter. Es ist auch kalt. Zweiter Stopp, Baumarkt. Wir brauchen Flachverbinder oder sowas. Wir brauchen noch ein paar Bretter für die Auflage für den Lattenrost. Und wir brauchen... Ich glaube, ich habe jetzt den Zettel im Auto liegen lassen. Und wir brauchen Schrauben. Genau. 30 Schrauben, 18 mal 6 oder 8, das passt. Da können wir uns merken, 22 Flachverbinder, das passt auch. Und ein paar Bretter, 3 Stück oder 4 Stück, je nachdem. Mal gucken, 2 Meter mal irgendwas. Ja, okay, ich brauche den Zettel nicht, kann ich mir alles merken. Gedächtnis, Leute, Gedächtnis. Für die Profis. So, die sind 10. Muss ich da unten mal gucken.
3 Meter mal 10 mal 18. Ja. Nummer 1 erledigt, Bretter haben wir. Jetzt kommen Nummer 2, Schrauben. Und Nummer 2 auch bereit. Jetzt brauchen wir nur noch Flacheisen oder Flachverbinder. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber vielleicht finden wir ja hier einen Mitarbeiter, der uns mal helfen kann. Warum? Weißt du, wo das ist? Der ist in der. Ja, guck mal, der ist hier zu Hause. Der ist im Moment auf dem Bild. Ja, der weiß hier, wo was ist. Reichen so kleine hier. Flachverbinder. 1,49. Die großen sind auch 1,49. Ja, nehmen die großen mit. 22 Stück. Hier haben wir. Vorteilspack. Alles am Start, jetzt wird gesägt. Okay, Planänderung. Das mit der Kreissäge, das klappt nicht. Die hat nicht genug Schnitt, deswegen schwenken wir jetzt zur Kettensäge um. So, der erste Balken ist tatsächlich fertig. Also wir haben ja die kleinen da schon geschnitten. Das werden die Fußstützen unten drunter. Und das ist quasi der Balken, der einmal dann über die volle Länge als Kopfstütze dienen wird. Jetzt gucken wir mal, wie die Endkante so aussehen wird. Und ich finde, das ist eigentlich okay. Dafür, dass mit der Kettensäge geschnitten ist, ist das doch echt voll gut. Die Balken für den Rahmen sind quasi schon fertig. Einer fehlt noch, den müssen wir noch auf 220 zurechtsägen. Die ganzen Fußteile haben wir schon gemacht. Und jetzt kommen die Bretter für den inneren Rahmen noch. Die kürzen wir jetzt noch auf 2 Meter, damit die alle auch innen reinpassen. Und dann können wir eigentlich schon versuchen, das das erste Mal zusammenzubauen. Dann müssen wir die Löcher noch vorbohren, dass wir die Füße am Rahmen quasi festschrauben können. Ja, dann wird das Ganze wieder auseinandergebaut. Dann bringen wir das zu uns und dann wird das aufgebaut. Und dann können wir heute Abend vielleicht schon in unserem neuen Bett schlafen. So, wir sind ein bisschen faul. Deswegen werden wir jetzt einfach die 4 Bretter für innen alle auf einen Schlag sägen. Deswegen spannen wir die jetzt zusammen. Zeichnen die einmal an mit 2 Metern und dann mit der Kettensäge durch. Mein Vater ist dazu übergegangen, mit einem Schwingschleifer die Bodenklötze, die Füße zu bearbeiten. Weil mit dem Schleifblock war das dann doch ein bisschen zu umständlich. So, jetzt schleifen wir die Balken alle noch mal ein bisschen glatt. Weil dann machen wir das jetzt direkt, dann müssen wir das nachher nicht machen. Und dann müssen wir nur noch die Löcher bohren für die Verschraubung, das einmal trocken zusammenbauen. Und dann ist eigentlich schon fertig. Verstärkung ist auch eingetroffen. Are you ready to help? Will you finish this bed for us? So we can lay back and relax. No. So, Terrasse ist vorbereitet. Da werden wir jetzt die Latten drauflegen, damit die nicht dreckig werden. Haben wir so ein paar alte Lagen und Decken hingelegt. Und dann werden wir die Löcher bohren. Aber Vater. Ja, muss man nur mal gucken, wie jetzt die Ecken noch rauslegen. Ja. Das war nicht mehr die hier. Das arme Baby muss immer für unsere Spiränzchen herhalten. Photoshooting. Heimwerker. Oh oh, die Sonne geht schon langsam in Richtung Horizont. Wir haben jetzt hier einmal quasi trocken aufgebaut und jetzt werden wir die Ecken bohren und anschrauben. Das heißt, wir werden hier dann, ich glaube 2 oder 3 Löcher, keine Ahnung, mal gucken, werden wir hier durchbohren, hier durch den oberen komplett bis leicht in den unteren rein. Und dann kommen die fetten Schrauben rein, die wir geholt haben. Hier die Spax 160er. Und es sind ja 2 x 10 cm, also 200. Das heißt, 160 wäre irgendwo so bis hier. Und damit das noch ein bisschen tiefer ist, werden wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen was anbohren.
mit so einem etwas größeren, ungefähr so groß, mit so einem Holzbohrer. Damit die Schrauben sich auch komplett versenken, dass sie nicht oben aufliegen, weil sonst würde das Bett ja auf den Schrauben stehen. Damit das nicht passiert und dann uns das Laminat zerhaut, kommen die quasi noch ein bisschen weiter runter. Dann kommt da noch eine Unterlegscheibe unter die Schraube, dass die Auflagefläche größer ist, dass das auch nicht verreißen kann. Und dann wird das, glaube ich, sehr gut. Aber die Sonne steht schon leicht tief. Ne? Ihr seht hier, die Schatten werden schon immer länger. Ich hoffe, das wird heute noch was, dass wir heute auch noch schon in unserem neuen Bett schlafen können. Ja, geilo, der Frühling kommt zurück. Oh, guck mal, wie viele das sind. Vater, hol das Gewehr, es gibt Entenbraten. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben das Bett gestern noch fertig gemacht, allerdings waren all meine Akkus leer, deswegen konnte ich nichts mehr filmen. Und bevor es jetzt weitergehen kann mit dem Aufbau des Betts, muss natürlich das alte Bett erstmal weg. Und deswegen werde ich das jetzt auseinanderbauen. Altes Bett ist draußen, jetzt heißt es, das neue Bett aus der Garage holen und wir liegen echt gut in der Zeit. Puh, ich muss zugeben, mit den Füßen darunter sind die gar nicht mehr so leicht. So, jetzt wird es nochmal relativ spannend. Die ersten Balken liegen hier. Das müsste eigentlich genau hier zwischen diese Wand und ungefähr bis kurz hinter die Steckdose reichen, das Bett. Allerdings müssen wir das auf dem Kopf aufbauen und dann müssen wir das einmal flippen. Ach, sehr cool, dass das Bett auch schon wieder zusammengebaut. Jetzt warte ich nur noch gerade auf meinen Vater, der kommt in 20 Minuten ungefähr vorbei. Dann müssen wir das Bett einmal, das hier ist die Hinterseite und das ist die Vorderseite. Das heißt, wir müssen das hier hochheben und einmal nach hinten stellen, damit die Füße auch unten sind. Dann kommen noch die beiden Zwischenbretter rein, auf denen die Lattenröste aufliegen. Und dann kommen die Lattenröste rein und die Matratzen drauf und dann die Bettlaken auf die Matratzen und dann sind wir fertig. Läuft und dann zeigen wir euch mal das ganze Bett in seiner vollen Pracht. Oh, das wird so geil, Schatz. Ich freue mich. Guck mal, die Alte hat ihn. Gespannt. Bye bye, kleines Babybett. Ja. Da kann der Bennett noch mehr den ganzen Tag mit der Mama kuscheln. Morgens, mittags, abends. Guck mal, jetzt auch wieder. Hängt er da wieder in seiner Trage. Guck mal, wie groß der schon geworden ist. So früher ging der mit dem Kopf noch nicht mal bis hier dran. Hallo? Bennett war vorvorgestern beim Impfen, ne? Ja, Donnerstag, ja, vorgestern. Und jetzt ist er wieder den ganzen Tag irgendwie so desinteressiert und lass mich einfach in Ruhe. Autist. Jetzt ist er Autist, genau. Okay, zu meinem Erstaunen war das Bett doch nicht so schwer und Annika und ich haben es geschafft, das umzudrehen, weil Vater hat jetzt doch kurzfristig keine Zeit. Hat gerade mal angerufen und abgesagt. Jetzt ist es umgedreht, jetzt muss ich die letzten Schrauben reindrehen und natürlich, wie das so sein muss, kein Akku mehr da. Ja, da das die Bohrmaschine bzw. der Schrauber von meinem Vater ist und ich keine Lademaschine dafür habe und keine Ersatzakkus habe, werde ich jetzt umschwenken auf meinen. Der ist aber mehr schlecht als recht, weil das so ein, keine Ahnung, so ein mega billiges Ding ist, das ist auch schon uralt. Und mal gucken, ob ich damit jetzt noch wenigstens die letzten Schrauben reingedreht kriege und guck mal. Frau und Sohn kommen mich auch besuchen und gucken zu. Ja, Bennett, you could help, you lazy boy. Oh ja, mega geil, der Akkuschrauber hat tatsächlich gehalten und hat die letzte Schraube noch reingedreht. Danach hat er auch den Geist aufgegeben. Das heißt, der nächste Schritt ist Lattenröste.
Lattenroste? Roste? Lattenroste oder Lattenröste? Schreibt es mal in die Kommentare unten. Verdammt! Also offensichtlich sind die 90 x 2 Meter Lattenroste von Ikea nicht 90 x 2 Meter. Oder wir haben zu viel abgeschmirgelt und das Bett ist gar nicht mal 2,70 breit in der 3 Lattenroste. Aber ich glaube, das macht auch nichts, weil man kann ja einfach so versetzt, dass die immer in den Zwischenlücken liegen, machen. Egal. Ich gucke jetzt erstmal, vielleicht kriege ich die auch so aufgebaut. Ansonsten werden die einfach an der Seite ein bisschen mit Schleifpapier abgeschliffen, solange bis sie passen. Ja, also wie erwartet, nebeneinander passen sie nicht. Könnten wir noch ein bisschen abschleifen, dann könnten wir sie auch miteinander verkeilen. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht, weil wenn wir die hier so ein bisschen versetzt immer machen. Ja, dann ist das auf jeden Fall gut genug, würde ich sagen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Matratzen. Und die kommen jetzt. Ja, spannend wird ja, ob jetzt alle Matratzen reinpassen. Der Moment der Wahrheit. Haben wir Untermaß, haben wir massives Übermaß, wir werden es herausfinden. Ja, mega gut. Für mein erstes selbstgebautes Bett, beziehungsweise mein zweites Möbelstück überhaupt, nee, Quatsch, viertes. Ich habe hier die beiden Regale und das Tippi-Dings gebaut. Aber dafür, dass wir nur so begrenzte Werkzeuge hatten. Dafür, dass das mit dem billigsten Holz aus dem Sägewerk gebaut ist. Dafür, dass wir das mit der Motorsäge zurechtgeschnitten haben. Finde ich, ist das echt stark geworden. Und ja, die IKEA-Matratzen auf jeden Fall auch top, bequem. 25 Jahre Garantie haben die ja, das heißt, wenn die irgendwann durch sind, dann holen wir uns beim Ikea einfach neue. Für lau, denke ich mal dann, ne? Hast ja diese Garantie, muss ich nochmal ins das Garantieheft reingucken, was genau da steht. Aber wenn die Federn durch sind von den Federkernmatratzen, dann zählt das wahrscheinlich auf jeden Fall als Garantiefall. Würde ich mal so sagen. Kann man nicht vorstellen, dass dann die Federn da nicht abgedeckt sind, wenn die da groß mit werben, ja, 25 Jahre Garantie. Und dann sind die Federn irgendwie nach 6 Monaten durch, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mal gucken. Und was euch jetzt bestimmt alle am meisten interessiert ist, was haben wir für dieses Ding jetzt überhaupt genau bezahlt? So, dann wollen wir mal gucken, was wir bezahlt haben. Für die Lattenröste oder Roste oder wie auch immer. 45 Euro haben die gekostet beim Ikea. 15 Euro das Stück. Für die Matratzen, auch aus dem Ikea, kosten 79 Euro das Stück, sind 237 Euro. Das Holz für den Rahmen habe ich bei uns hier im Sägewerk gekauft, ist hier zwei Orte weiter. Das war für den 10x10 Balken, kostet der laufende Meter, ich glaube, 6,95. Und der 10x16, den ich unten für die Füße genommen habe, der kostet 9,95. Macht in Summe 135 Euro für den Rahmen. Und dann sind noch innen die Bretter, auf denen die Lattenroste aufliegen. Die haben wir ja im Baumarkt hier um die Ecke gekauft, zusammen mit den Schrauben und diesen Winkelverbindern. Achso, ja genau, von dem Bett fehlt übrigens hinten noch das Rückenteil. Das kommt noch, weil mein Vater ja nächste Woche eine Kreissäge bekommt, so eine Tischkreissäge. Dann können wir das alles mal vernünftig auf Maß schneiden, weil mit der Kettensäge ist das doch alles so ein bisschen krumm und schief geworden. Deswegen warten wir noch bis nächste Woche. Dann kommt das noch, das wird dann hinten einfach mit diesen Flachverbindern quasi an den Rahmen dran geschraubt und dann ist das auch gut. Das hat alles im Sommer gekostet. Hier Flachverbinder, Spaxschrauben, lange, hier die kleinen Schrauben zum Festmachen von den Latten und sowas. Die Latten selbst in Summe 72 Euro. Und das kommt dann auf eine Gesamtsumme von 499 Euro, also so ziemlich genau 500 Euro gedeckelt. Ja, ziemlich cool, finde ich, weil ich glaube, für 500 Euro ein komplettes Bett in der Größe kriegst du sonst nirgendwo. Also würde mich schwer wundern, wenn ihr eins findet, dann schreibt es doch mal in den Kommentar, in die Kommentare, weil dann würde ich mich wirklich ärgern, dass ich das Ding selber gebaut habe und mir nicht einfach irgendwo eins bestellt habe. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein Familienbett 2 Meter mal 2,70 Meter für unter 500 Euro bekommst. Und wir haben es jetzt für 500 Euro selber gebaut. Klar, das ist mit Sicherheit nicht das, was du von einem Schreiner kriegen würdest an der Qualität. Aber ich finde, für uns ist das vollkommen ausreichend. Das muss auch nicht so mega fancy aussehen. Ja, wenn da mal ein so ein Fuß irgendwie einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter länger ist als der andere, so vom Weiten siehst du das nicht, ja, wenn du es nicht weißt. Und ja,
ob das Holz jetzt ein Astloch hat oder nicht, mir persönlich ist das egal. Ich finde, das hat eher sogar noch Charme. Ich würde mir überlegen, ob ich das vielleicht noch, noch mal ein bisschen weiter abschleife und dann noch öle, dass das noch einen schönen, ja, wie nennt man das? Ist ja keine richtige Farbe, sondern dass die Maserung halt auch so richtig schön rauskommt und so. Hätte sicher schon mal gesehen, wenn man so Holz ölt, dass das dann noch mal ein bisschen anders aussieht. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das machen oder ob wir das sein lassen, ob wir es jetzt einfach so lassen, wie es jetzt ist. Und ja, es war auf jeden Fall ein lustiges Projekt, hat voll Spaß gemacht, mit meinem Vater mal hier was Cooles zu bauen. Das Ding da hinten habe ich ja auch vor ein paar Wochen gebaut, das hat auch voll Bock gemacht. Und ja, es ist einfach viel, viel günstiger, wenn du sowas selber baust, als wenn du das irgendwo kaufst. Und ja, läuft einfach so. Ist ja auch mal ein cooles Wochenendprojekt, ne? Haben gestern 8 Stunden dran gearbeitet, heute nochmal eine Stunde aufbauen. So über den Daumen gepeilt, also 9 Stunden. Naja, finde ich, geht auf jeden Fall voll klar. Ja, und jetzt haben wir ein cooles Familienbett, in dem wir dann immer zusammen alle mal schlafen können, bequem. Ohne dass irgendwie zu eng ist oder man Angst haben muss, dass man nachts auf sein Baby rollt. Würdet ihr euch denn so ein Bett selber bauen? Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der Größe, sondern man kann das ja auch kleiner bauen. Man kann das ja auch quasi als 2-Personen-Bett, also als Doppelbett bauen. Und würde euch das interessieren, die Sketch-Files zu bekommen? Weil dann würde ich die einfach irgendwo hochladen und in der Videobeschreibung verlinken. Da ist so eine Abstimmung. Könnt ihr ja mal abstimmen, wenn da die überwiegende Mehrheit sagt, boah, ja, voll geil, so gib mal die Sketch-Files. Dann würde ich das machen. Ansonsten würde ich mir den Aufwand einfach sparen und es nicht machen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Bock auf mehr solcher Bastelvideos habt, ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne basteln wollen würde, könnt ihr das ja auch mal in den Kommentaren kundtun. Und dann würde ich das gegebenenfalls auch filmen. Wenn da aber gar kein Interesse dran besteht und ihr sagt so, ah nee, gar keinen Bock da drauf, dann ja, kann ich mir auch den Aufwand dafür sparen. Deswegen würde ich sagen, war es das für heute. Wir werden jetzt essen und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.